Ist alles gut, Spatz. Ist alles gut, Spatz. Ich mal erzähl nur meinen Kranz. Hm? Jetzt gehen wir auf deinen Platz. Los, ab. Ja, Tag Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt kommen wir zur von mir versprochenen und angekündigten Review zu dem Spiel Tsukuyomi Full Moon Down. Ein asymmetrisches Area-Control-Spiel im Grundspiel sind es 3 bis 5 Spieler. Autor ist Felix Mertikat, übrigens auch der Designer. Das Spiel ist erschienen bei King Raccoon Games. Ja, wie gesagt, Grundspiel für 3 bis 5 Spieler ab 14 Jahren. Die Spielzeit beträgt ungefähr, es kommt darauf an, wie viele Spieler, wie groß die Map und auch wie viele Spielrunden man festlegt, zwischen, ich sag mal, 90 und tatsächlich 180 Minuten. Und ja, der Kami Tsukuyomi wurde eben in den Mond verbannt von seinen Artgenossen und jetzt ist der Mond allerdings auf die Erde gefallen und hat sein Inneres offenbart, nämlich den Kami Tsukuyomi, und jetzt herrscht eben Chaos auf der Welt, und dort, wo einst ein Ozean war, ist jetzt nur noch braches Ödland, und natürlich wollen jetzt jede Fraktion, die irgendwie auf dieser Welt was zu melden hat, die Vorherrschaft natürlich für sich in Anspruch nehmen. Es gibt die Oni, die eben wollen, dass der Kami erwacht und eben über die Welt herrscht. Es gibt die Nomads, die bis gerade eben noch auf einem Flugzeugträger unterwegs waren. Und wie das Ganze funktioniert, wo die Stärken und Schwächen des Spiels liegen und warum ich das Spiel aktuell wirklich hart abfeiere, das möchte ich euch jetzt in meiner Review zeigen. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Tsukuyomi Full Moon Down. Ja, Leute, zunächst möchte ich euch mal eine kleine Übersicht über das Spielmaterial geben, denn an Material guide Tsukuyomi auf gar keinen Fall. Im Grundspiel, wie gesagt, 3 bis 5 Spieler. Wir sehen hier einmal die Box ganz normal. Hier haben wir die Rückseite der Box und die lässt schon erahnen, dass da wirklich eine Menge Stuff mit dabei ist. Ja, eine riesen Map, viel Material. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, fangen wir hier mal an. Wir haben natürlich die Playerboards, das heißt, wir haben hier eine Player Aid, die mit dabei ist. Hier sind die einzelnen Fraktionen nochmal drin. Jede Fraktion spielt sich auch anders, hat andere Fähigkeiten, andere Einheiten etc. etc. Dann haben wir hier eben einmal die Spielregeln und auch hier nochmal den Codex inklusive der Comics. Muss man wirklich sagen, finde ich persönlich richtig, richtig schön, weil hier auch die Geschichte nochmal drin ist. Hier werden die einzelnen Fraktionen nochmal erklärt mit ihrer Geschichte und wie sie zu den anderen Fraktionen spielen. Es sind nochmal ein paar vertiefende Regeln drin. Das finde ich schon mal super. Und auch hier natürlich Felix Mertikat, Comiczeichner, hat auch schon diverse Preise mal gewonnen als Newcomer und so weiter. Also das macht sich hier wirklich bemerkbar. Dann gibt es eben das Hauptfeld hier, das ist das Mondfeld mit einem dreidimensionalen Mond nochmal zum Zusammenstecken. Da von meiner Seite aus schon ist ein schönes Gimmick, muss aber nicht zwingend sein, denn wir hatten jetzt schon eine Partie, da stand das Ding eben dort und hinter dem Mond hat sich noch eine Einheit versteckt und ja, das war dann ein bisschen doof. Also man kann es aufstellen, würde es aber sobald die ersten Einheiten das Zentrum des Mondes betreten, würde ich ihn auf jeden Fall wegnehmen. Da ist der Siegpunkt, die Siegpunktplatte, die Initiativleiste. Dann kommt das Spiel natürlich auch mit einer Menge verschiedener Landteile daher. Das heißt, wir haben hier halt Teile, das sind die Oni. Wichtig, die Rückseite, das ist eben erst für die Erweiterung interessant. Hier sehen wir halt, das ist ein Oni- oder Tsukuyomi-Gebiet. Hier haben wir Gebirge. Anhand der Zahlen sieht man, dass es ein bisschen schwerer einzunehmen ist. Das hier ist es radioaktiv verseuchtes Gelände. Wenn Einheiten dort am Ende stehen, sterben sie. Das ist eben instabiles Gelände. Das hat halt bestimmte Effekte, die ich damit nutzen kann. Das ist einfach Standardgelände. Also hier haben wir halt früher mal Wasser gehabt und jetzt ist halt noch Ödland. Dann haben wir hier eine Menge Token auf jeden Fall dabei. Das sind Blockaden und Effekte. Hier haben wir eben die Startbereiche, die Heimatbereiche der einzelnen Fraktionen, Schwemmländer, die nochmal Punkte bringen, dann haben wir hier Ereigniskarten, die Aktionskarten, die sehr wichtig sind in diesem Spiel, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen.
und dann natürlich die einzelnen Fraktionen. Also hier haben wir zum Beispiel die Kampfgruppe 03. Ja, wenig Einheiten, dafür sehr stark. Jede Einheit hat halt da ihre speziellen Token, ihre Missionen etc. Zum Beispiel die Kampfgruppe 03, die können hier das Ragnarök bauen. Das ist halt dann ein Atomschlag, den ich gegen andere Gruppen einsetzen kann. Dann gibt es eben die Oni, im Grundspiel eine neutrale Fraktion. Es gibt allerdings auch einen Fraktionsbogen, dann kann man die Oni auch spielen. Dann halt hier die Nomads, ja, die eben hier Minen legen können und so weiter. Dann haben wir hier die Cyber-Samurai, die eben ja mit ihren Uplinks arbeiten, um halt auch so orbitale Schüsse von oben runterzulassen. Dann haben wir hier die Warlords, das sind hier, ja, sehen am Anfang ganz süß aus, ein paar Squeaker, so Schweinchen, die aber letzten Endes immer gefährlicher werden und auch wirklich ziemlich geil und ziemlich stark in dem Spiel sind, wie ich finde. Und hier haben wir dann noch die Dark Seed, das sind Ameisen, Wespen, die eben ja auf Masse gehen, die andauernd irgendwelche Eier legen, wenn sie getötet werden, oder Skorpione, also wirklich, wirklich ganz cool gemacht. Also hier nochmal wirklich zur Übersicht, ihr seht, da ist wirklich eine Menge Stuff mit dabei. Und was der einzelne Stuff euch bringt und mal so ein Spielaufbau, das zeige ich euch dann jetzt. Ja, und dann kommen wir zuallererst mal zum Spielaufbau. Ja, lasst euch durch das ganze Material nicht beirren. Ganz kurze Entschuldigung, was vielleicht den ein oder anderen Schattenwurf angeht. Ich habe mir jetzt ein bisschen was zur Beleuchtung bestellt. Heute müssen wir da leider gemeinsam nochmal durch. Zuallererst platziert man das Mondfeld in der Mitte. Und auf jedem Feld, wo man eben dieses Symbol hier drauf sieht, da platziert man einen Oni drauf. Und die sehen dann zum Beispiel so aus. Das Ganze macht man halt komplett willkürlich. Das heißt, ich kann einen starken Oni nehmen. Ich könnte jetzt auch einen 30er Oni nehmen, der hier ein bisschen stärker ist. Ich kann einfach auch einen etwas schwächeren nehmen. Das bleibt mir komplett überlassen. Das Feld hier in der Mitte ist der Mittelpunkt des Mondes und dieses Feld wird am Ende jeder Runde gewertet. Deswegen haben wir hier noch so eine 1 drauf für Siegpunkte. Vorab, in diesem Spiel werden nicht viele Punkte verteilt. Also Siegpunkte sind hier wirklich rar gesät, dass ihr da mal so ein Gefühl für kriegt. Bei uns hatte jetzt einer mal 11 Punkte, dann hatte einer mal 12 Punkte. Also es gibt nicht viele Punkte zu vergeben. Dann baut man das Spielfeld auf. Das heißt, man entscheidet sich natürlich erst, ja, mit wie vielen Leuten spiele ich. Und es gibt halt verschiedene Szenarien. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Pacific Standoff, ja, für so und so viele Spieler. Welche Teile ich brauche, wie die aufgebaut werden, was die auch für Sonderregeln haben. Und ich habe jetzt mal wirklich, hängt euch da jetzt bitte nicht dran auf. Ich habe nur, damit es einfacher zu verstehen ist, jetzt mal einfach nur randommäßig eine runde Map aufgebaut. Ich habe auch jetzt nur zwei Fraktionen genommen. Im Grundspiel ist es halt nur für drei Spieler, also ab drei Spielern, 3 bis 5. Und es gibt eben noch eine, ja, 2-Spieler-Expansion und eine 6-Spieler-Expansion, die muss man sich aber dazu holen. Deswegen jetzt erstmal haltet euch daran nicht drauf, einfach nur, damit wir wissen, wie wir es aufgebaut haben. Das heißt, man kann das Ganze auch aufbauen, wie man möchte. Es gibt Szenarien oder eben, je nachdem, wie viele Spieler ich habe, ist eben festgelegt, wie viele Geländeteile ich nehmen soll. Das heißt, bei 3 Spielern sind es 21, bei 4 Spielern sind es 28 und bei 5 Spielern sind es eben 35 Geländeteile. Dann lege ich mir den Markervorrat zurecht. Das hier sind Blockaden. Ja, das heißt, die können mir auch einen Weg versperren, sodass ich da nicht durchkomme. Dann gibt es eben noch diese Zustandsmarker, die einmal radioaktive Verseuchung sind. Es können auch noch andere Gebiete zu eben Uni-Gebieten werden. Dann gibt es noch Marker, mit denen ich auch einen Effekt negieren kann. Und auch noch instabile Marker und instabile Geländeteile, wie wir es hier zum Beispiel haben, die sind dann für bestimmte Aktionskarten interessant, die eben ja dann auf instabile Bereiche zutreffen. Dann gibt es den Ereigniskartenstapel, den mische ich einmal ordentlich durch. Ereigniskarten sind auch immer so, naja, können mal einen ganz coolen Effekt haben. Wichtig ist grundsätzlich, ihr könnt eure Aktion mal ausführen, ihr müsst es aber nicht. Ja, und da steht auch manchmal, zieh bis zu einer Ereigniskarte und spiele bis zu einer Ereigniskarte aus. Und das kann ich dann eben machen, deswegen wird der einmal
gut durchgemischt. Also bis jetzt habe ich auch noch in keinem Spiel alle Ereigniskarten durchgedonnert. Deswegen glaube ich, reicht das auch vom Stapel her. Dann kommt eigentlich das zentrale Element, das habe ich jetzt schon vorbereitet. Dann gibt es hier diesen Aktionskartenstapel und diese Aktionskarten haben immer zwei Seiten. Es gibt einmal die weiße Seite, auf der weißen Seite ist auch eine 1 drauf und auf der Rückseite gibt es dann eben noch eine 2, eine 3 und eine 4 jeweils in verschiedenen Farben. Und das ist auch die erste Besonderheit in diesem Spiel. Das Spiel läuft über verschiedenfarbige Phasen, würde ich jetzt sagen. Und ja, dazu kommen wir gleich. Jedem Spieler werden davon dann 6 Karten ausgeteilt. Wie das mit den Aktionskarten dann weiterläuft, erkläre ich euch gleich. Dann wählt man sich noch eine Fraktion aus. Ich habe mich jetzt mal für die Kampfgruppe 03 und für die Warlords entschieden. Was wichtig ist bei den Fraktionen, ihr seht hier oben, ist immer noch mal so, sind ein paar Kästchen drauf und die sagen eben an, wie komplex diese Fraktion ist. Dann gibt es hier verschiedene Effekte, was die einzelnen Einheiten kosten, was sie noch für Sonderregeln mit sich bringen. Jede Fraktion hat auch ein Fraktionsziel, hat noch spezielle Ausrüstung und auf der Rückseite ist dann alles immer noch mal ganz schön erklärt, sodass man da auch zwischendrin mal kurz durchlesen kann, sich das durchlesen kann. Wer mehr über seine Fraktion wissen will, der kann auch durch den Kodex durchblättern. Da ist dann nochmal deutlich mehr drin. Ja, jede Fraktion hat auch immer nochmal hier so eine Mission. Die bringt einem auch nochmal einen Siegpunkt und die kann ich auch jederzeit erfüllen. Das kostet auch keine Aktion, sondern das findet quasi einfach statt. Dann bekommt man eben noch seine Angriffskarten, die sind auch bei jeder Fraktion anders. Es gibt so ein paar, die zwar gleich heißen, aber die haben alle auch verschiedene Effekte, die sie mit sich bringen. Und ja, jeder bekommt hier seine speziellen Token noch, baut seine Einheiten vor sich auf. Das hier sind die Hoheitsmarker, die muss ich eben drauflegen, wenn ich ein Gebiet kontrolliere. Und zu guter Letzt wird dann noch die Initiative festgelegt. Bei der Initiative gibt es jetzt eine Besonderheit und zwar haben die einzelnen Fraktionen unten so eine kleine Ziffer und je niedriger die Ziffer ist, umso weiter fange ich oben auf der Initiative an und am Ende des Spiels kriege ich auch dafür nochmal Siegpunkte, dazu gleich mehr. So, dann hat jede Fraktion noch ihre Startposition oder ihre Starteinheiten. Bei der Kampfgruppe 03 ist es eben der Drachentöter, der Marduk und der Freischütz, ja, alle in der Standardausführung bedeutet, es gibt nämlich bei der Kampfgruppe 03 kann ich eben meine Einheiten immer noch upgraden. Deswegen hier die Standardausführung. Ich wähle mir auch 3 Heimatgebiete aus oder 3 Startgebiete. Das bedeutet, ich habe mein Heimatgebiet und darf dann eben noch 3 ja, Startgebiete mit dazu nehmen. Regel für die Startgebiete ist, sie müssen entweder ans Heimatgebiet angrenzen oder eben an ein Startgebiet. Das heißt, ich hätte das Ganze jetzt auch hier bis hierhin verteilen können. In dem Falle habe ich es jetzt einfach mal so gemacht und darf dann die Einheiten, die ich zu Beginn habe, auf mein Heimatgebiet oder eben die Startgebiete aufteilen. Das habe ich jetzt für die Warlords mit den Gebieten schon gemacht. Dann haben wir hier eben nochmal die Starteinheiten, das ist einmal die Boar Mother, die packe ich dahin. Dann haben wir nochmal 3 Squeaker, die verteile ich jetzt auch einfach mal ganz willkürlich. Dann haben wir noch 2 Boryor, das sind so die Kampfeinheiten. Einen Boar Guard, also ihr seht, die fangen schon relativ stark an. Und 2 Boar Maiden, das sind diese hier, die kann ich einfach ganz beliebig erstmal verteilen. Und dann platziere 4. Also ich zeige es euch hier nochmal, platziere noch 4 beliebige Terraformings in deinen Startgebieten. Und ja, diese Terraformings, das sind eben hier diese Token, die bringen alle was anderes. Die einzelnen Aktionsmöglichkeiten der Fraktionen, zeige ich euch jetzt erstmal noch nicht. Das würde den Rahmen sprengen. Ich überlege aber vielleicht, die einzelnen Fraktionen auch nochmal vorzustellen, sodass ihr dann in einem kurzen Video auch die einzelnen Fraktionen besser versteht. Nur eben jetzt zum Aufbau des Spiels soll es das dann gewesen sein. Jetzt haben alle ihre Einheiten platziert. Genau, und dann erkläre ich euch auch direkt nochmal die Einheiten. Und dann nehmen wir direkt mal hier einfach das Beowulf Upgrade. Wir haben hier mehrere Zahlen. Also erstmal hier natürlich das Artwork, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ja, dann haben wir hier links oben den Eroberungswert. Was der bringt, erkläre ich euch auch gleich. Dann haben wir hier die Lebenspunkte und den Angriffswert.
Hier unten haben wir dann nochmal seine Spezialfähigkeiten. Also diese Einheit zum Beispiel stirbt eben nicht, wenn sie in einem radioaktiven Feld am Ende ihrer Runde ist. Und der ist eben massiv. Das heißt, er hat immer nur einen Bewegungspunkt. Ja. Das Ganze kann auch nochmal anders aussehen. Zum Beispiel hier bei dem Boarmaster, der hat eben 70 Eroberungspunkte und 30 Lebenspunkte, 50 Angriffspunkte. Dazu kommen wir gleich. So, dann geht es einfach in Initiativreihenfolge los. Das heißt, jeder wählt eine von seinen Aktionskarten, schaut halt eben, ja, welche Aktion er in dieser Runde vorwiegend machen möchte. Und hier ist es eben so, in der ersten Phase finden eben quasi ähnliche Aktionen statt. Das heißt, jeder kann aus demselben Pool der Aktionen wählen und muss eben zwei verschiedene Aktionen ausführen. Das heißt, die eine Fraktion legt hier eine Karte hin, die andere Fraktion legt eine Karte hin und dann werden die restlichen Aktionskarten immer an den linken Nachbarn weitergegeben. Das heißt, dass ich natürlich immer schon weiß, okay, was für Aktionsmöglichkeiten hat der Spieler nach mir. Also es ist auch ein Riesending hier in dem Spiel, das versucht worden ist, den Glücksfaktor gegen Null tendieren zu lassen. Das heißt, hier gebe ich jetzt den Stapel weiter und dann ganz stupide oder ganz einfach letzten Endes wird in Initiativreihenfolge das Ganze dann abgehandelt. So, das heißt, fangen wir mal mit der Kampfgruppe 03 an. Die können jetzt hier zwei verschiedene Aktionen ausführen. Zu den Aktionen sagen wir mal Folgendes. Mit der ersten Aktion, das wäre jetzt zum Beispiel das Bewegen. Und beim Bewegen ist es eben so, dass wenn jetzt hier eine Bewegung 1 steht, also ich zeige euch das hier auch nochmal, hier zum Beispiel jetzt hier der Wert 1, also der kann auch höher sein, bedeutet, dass ich alle meine Einheiten um ein Feld bewegen darf. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel das hier machen, kann das hier machen, kann das hier machen. Okay, das hier war jetzt, ich hoffe, ich bin jetzt nicht hier drüber gegangen, weil das geht nicht, weil hier ist eine Blockade, also Blockaden darf ich nicht überschreiten. Es sei denn, die haben halt dieses Ding hier, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Das heißt, ich kann hier meine Einheiten natürlich bewegen. Ja? Bei den Wegen gibt es eine Besonderheit und zwar kommen da die Lebenspunkte ins Spiel. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Oni, der hat 10 Lebenspunkte und der Squeaker hat auch 10 Lebenspunkte. Und wenn ich mich durch ein Feld durchbewegen möchte, in dem schon eine Einheit steht oder mehrere Einheiten stehen, dann müssen meine Einheiten, um das Feld wieder verlassen zu können, entweder gleich viele oder mehr Lebenspunkte haben. Das heißt mal als Beispiel, wenn ich jetzt hier, okay, jetzt haben die alle natürlich nur die 10, aber ich packe jetzt mal hier den Marduk hin. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit einem Squeaker einfach durchlaufen wollen würde, ginge es nicht, dann würde meine Bewegung in diesem Feld enden, weil ich eben nur 10 Lebenspunkte habe und der Marduk eben 10. Das heißt, der hält dann das Ganze auf. So, dann haben wir die Aktion Bewegen einmal durch. Dann gibt es die Aktion Ziehe eine Ereigniskarte. Das kann zum Beispiel hier die Gefahr aus der Tiefe sein. Die Erde hat sich aufgebläht. Eine gewaltige Blase, angefüllt mit Gas, hat sich unter der Oberfläche gebildet. Markiere ein beliebiges Gebiet mit der Eigenschaft instabil, auch in besetzten oder eroberten Gebieten und auf dem Mond anwendbar. So, dann kann ich eben diesen Effekt ausführen. Ich nehme dann halt hier diesen Token und würde ihn jetzt einfach hier auf irgendeinem beliebigen Gebiet platzieren. Dann gibt es die Aktion Produziere Einheiten und Aufrüstungen. Hier ist jetzt auch eine 1. Das Ganze gibt es auch deutlich höher. Und dann habe ich eben hier meine Produktionskosten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Squeaker ins Spiel bringen will, der kostet mich dann eine so eine Ressource. Wenn ich jetzt die reinbringen will, die kosten mich 2, beziehungsweise ich kann auch einen Squeaker ersetzen, indem ich eben den Squeaker dann dadurch ersetze, dann kostet mich nur einer, der kostet 3. Ich kann eben quasi die höheren Einheiten dann immer upgraden, so in der Reihenfolge quasi. Ne? Und genau, wenn ich neue Einheiten ins Spiel bringe, dann müssen die immer in meinem Heimatgebiet oder eben angrenzend zu meinem Heimatgebiet ins Spiel gebracht werden. Es gibt eine Fraktion, bei der gibt es nochmal eine Sonderregel, aber das ist so grundlegend der Punkt, wie ich das Ganze reinbringe. Und dann habe ich hier noch die Aktion Führe bis zu einem Angriff aus. Und das ist so das, was ich an dem Spiel richtig, richtig cool finde, wie halt der Kampf stattfindet. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ganz einfaches Beispiel. Wir haben jetzt hier die Boarmother. Die hat einen Eroberungswert von 15, 25 Lebenspunkte und einen Angriffswert von 10. Und wir haben hier eine Small Breed, der Oni. Der hat einen Eroberungswert von 15, 10 Lebenspunkte und 10
Angriffspunkte. Wenn ich jetzt angreife, dann suche ich mir aus meinen Angriffskarten einfach eine Karte aus, ja, die kann ich jederzeit spielen, es sei denn, da steht sowas wie hier, nur einmal pro Runde, ansonsten spiele ich die Karten immer aus und kriege sie dann auch nach der Aktion wieder auf die Hand. Und wir machen jetzt einfach mal Folgendes, das heißt, ich spiele jetzt mal hier die Vernichtung, deine Einheiten verursachen Schaden. So, Schaden bedeutet immer, ich zähle halt alle meine Angriffspunkte hier zusammen, was in dem Fall nur die 10 sind, hätte ich jetzt 3 davon, wären es zum Beispiel 30, dann gucke ich einfach, wie viele Lebenspunkte hat der Verteidiger. Und dann wird der Schaden zugewiesen. Wichtig ist, den Schaden zuweisen tut der Verteidiger. Das heißt, schwächere Einheiten können sich auch hinter stärkeren verstecken. Das bedeutet, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 15 oder 20 Schaden mache und da stehen jetzt zum Beispiel hier 2 Squeaker in dem Feld drin und ein Boarmaster, kann ich auch sagen, nö. Also ich kann entweder die beiden dann sterben lassen, ich kann aber auch sagen, nö, der fängt alles ab. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, warum sollte ich hier sterben lassen? Es gibt auch Fraktionen, bei denen macht das Sinn, vielleicht auch mal einen sterben zu lassen. Aber so findet der Angriff statt. Es gibt aber auch natürlich den Punkt Eroberung, denn ich will ja am Ende meines Tages die Hoheitsmarker auch verteilen, weil die bringen ja am Ende wirklich eigentlich die meisten Punkte. Und dann spiele ich hier die Eroberung und eine Eroberung kann auch ohne Kampf stattfinden. Wichtig ist halt hier nur, mein Eroberungswert links oben muss eben höher sein als der gesamte Eroberungswert aller Einheiten, die sich sonst noch da drin befinden, von eben der Fraktion, der halt, oder von allen Fraktionen, die halt da drin sind. So, das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel mich hinstellen, wenn ich keinen Gegner habe, dann ja, passiert auch nichts, dann kann ich einfach meinen Token da reinlegen, den Hoheitsmarker. Wichtig ist, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich wirklich, wirklich interessant finde und das macht das Spiel meiner Meinung nach auch wirklich so cool. Egal, ob ich eine Eroberung spiele oder eine Kampfkarte, jeder Verteidiger, der sich in diesem Feld befindet, wählt dann einen von diesen Kontern aus. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich führe jetzt hier die Eroberung aus, ja, dann ist da ein Punkt drin, wieso, weshalb, warum und wo ich das Ganze anwenden kann. So, und dann habe ich da jetzt noch einen Gegner drin, zum Beispiel den Oni, der da vorne drin steht. Und dann sind, also die Oni wird dann, die werden dann von dem Spieler, mit der auf der Initiativleiste am weitesten unten ist, gesteuert. Das heißt, der Spieler sucht sich dann hier einen Effekt aus. Bei den Oni jetzt eine Sonderregel, die haben hier eben keinen speziellen Verteidigungseffekt, sondern da kann er dann nur aus diesen Punkten hier auswählen. Das kann einen dann wirklich nochmal ärgern. Bei einem Angriff ist das genauso. Und genauso findet das auch statt, wenn ich jetzt ganz normal andere Spieler angreife. Ja, so, wenn wir jetzt hier nochmal gucken, wegen des Schildes, damit ihr das auch nochmal gesehen habt, also würden jetzt die Warlords angegriffen werden, die könnten sich dann auch dafür entscheiden, wenn das eben hier drauf steht auf der Karte, ja, hier haben wir eben dieses Schild, die könnten sich dann entscheiden, zum Beispiel ihre Fähigkeit Verdrängen einzusetzen, dass alle gegnerischen Einheiten alle am Kampf beteiligten Spieler und Oni in angrenzende Gebiete zu verschieben. Das kann natürlich auch interessant sein, wenn ich den Kampf nämlich verliere und derjenige will mir das Gebiet vielleicht klauen, kann ich ihn nochmal rausschieben, dann kann er da nichts machen. Ne? Wie gesagt, werden Oni angegriffen, machte das immer der Spieler, der eben auf der Initiativleiste am weitesten unten ist. Wenn das der Spieler ist, der selber die Oni angreift, dann macht es einfach der Spieler, der einen Platz weiter oben ist. So, dann ist die weiße Phase vorbei, das wird dann in Initiativreihenfolge reihum gemacht, dann werden die Karten umgedreht. Und dann gibt es eben nochmal die blaue, die grüne und die rote Phase und hier wird auch einfach in Initiativreihenfolge das Ganze ausgeführt. Wichtig ist hierbei, jede Aktion, die ich ausführen kann, ist wirklich optional. Ich kann auch eine komplette Phase verstreichen lassen, indem ich einfach sage, die Aktion bringt mir nichts, ich möchte sie nicht ausführen. Ja, das heißt, ich kann, ich muss aber nicht. Ja, es gibt auch zum Beispiel manchmal Dinge, da steht drauf, führe deinen Fraktionseffekt aus. Nicht jede Fraktion hat auch einen Fraktionseffekt. So, und so findet das Ganze dann reihum statt, Phase für Phase. Es kann auch manchmal sein, dass sich in einer Phase dann die Initiativreihenfolge ändert. Das heißt, in der neuen Phase geht es dann einfach andersrum los. Da muss man ein bisschen drauf achten. Also es geht nicht einfach nur im Uhrzeigersinn, sondern eben nach Initiativreihenfolge. Genau, wenn die Aktion stattfindet, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, hier stehen so Oni-Aktionen. Platziere einen beliebigen Oni, führe eine Oni-Eroberung aus. So, diese Aktionen sind die einzigen, die immer ausgeführt werden müssen. Die sind nicht optional, sondern die müssen. Und dann kann ich mir aussuchen, alles klar, ich nehme jetzt einfach irgendeinen x-beliebigen Oni,
Wenn ich jetzt dem Gegner schaden will, nehme ich natürlich einen starken und stelle den zum Beispiel hier hin. Wichtig ist, die kommen halt nur auf diesen Oni- und Tsukuyomi-Feldern rein. Wenn ich natürlich selber vielleicht einen töten will, nehme ich vielleicht einen einfachen Oni und stelle ihn einfach hier rein. Eine Oni-Eroberung ist letzten Endes genauso wie die ganzen Kampfkarten, nur dass die Oni nur diese eine Karte hier besitzen. Ja? Und dann kann ich mich aus einem Feld mit einem Oni bis zu einem Feld weit bewegen und kann dann dort eine Eroberung ausführen. So. Welches Oni greifen eigentlich nie an? Es sei denn, einer von diesen beiden speziell namhaften Oni ist mit da drin. Die haben nochmal kleine Sonderregeln. Ansonsten erobern die eigentlich nur. Ja? Und da gibt es auch Regeln. Das heißt, sie bewegen sich ein Feld und versuchen zu erobern. Sie erobern nur keine Tsukuyomi-Felder und keine Felder, in denen halt schon ein Hoheitsmarker liegt. Es sei denn, zum Beispiel hier auf diesem Tsukuyomi-Feld liegt jetzt auch ein Marker. Dann würden sie den natürlich wieder zurückerobern wollen. Ja? Wenn es aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, für Oni ein Feld zu erobern, zum Beispiel, wenn jetzt alle Oni aus irgendeinem mir aktuell unerfindlichen Grund hier in der Mitte stehen und hier drumherum ist alles Oni-Gebiet, dann können die halt keine Eroberung durchführen. Und wenn eben das nicht möglich ist, dann kann ich eben drei Oni bis zu einem Feld weit bewegen, dann schwärmen sie halt so ein bisschen aus und dann ist der Oni-Zug auch vorbei. Ja, dann gibt es eben noch so Modifikatoren für die Kämpfe, was die einzelnen Fraktionen jetzt haben. Da möchte ich eigentlich nicht näher drauf eingehen. Ich kann während meines Zuges kann ich auch einfach meine Aufgabe erfüllen. Also hier zum Beispiel vernichte drei Oni. Gehen wir mal davon aus, hier, der hat jetzt hier ein bisschen rumgekloppt und hat jetzt hier drei kleine Oni besiegt. Dann lege ich einfach von mir einen so einen Marker hier drauf. Wichtig ist, der muss auch da liegen. Also man platziert die Mission eigentlich auch hier in der Nähe des Siegpunktbrettchens, weil es gibt auch Karten, die können eben auch diese Punkte wieder klauen. Das kann ich auch nur einmal erfüllen, genauso wie ich auch nur einmal mein Fraktionsziel erfüllen kann. Dann packe ich die Siegpunkte auch da drauf oder packe sie auch direkt auf das Siegpunktblättchen. Und das kostet aber auch keine Aktion. Ich kann sie aber auch nur einmal ausführen. Am Ende jeder Runde gibt es eine ganz kurze Zwischenwertung. Das bedeutet einfach, dass geguckt wird, steht jemand auf dem Mondfeld. Das heißt, wenn ich das Mondfeld beherrsche, bekomme ich am Ende der Runde einen Siegpunkt, den würde ich dann auch hier vorne draufschmeißen. Dann wird eben geguckt, habe ich die Mission erfüllt, alles klar. Dann gibt es eben nochmal die Fraktionsziele. Das sind so Sachen, die eben sofort Punkte geben. Dann spiele ich das halt vorbei durch. Also es gibt halt so entweder drei Runden, die ich spiele, vier oder fünf. Also fünf ist so die epische Variante, die dauert dann aber auch wirklich ordentlich. Also das sind dann wirklich bis zu 180 Minuten, die man eigentlich machen muss. Und ja, das wird dann einfach Runde für Runde gespielt. So geht das Ganze hin und her. Und ganz am Ende gibt es da nochmal Punkte für jedes kontrollierte Gebiet. Also jedes Gebiet, in dem ich einen Hoheitsmarker habe. Natürlich endet die Runde wieder mit einer Zwischenwertung. Dann die Endwertung bekomme ich halt für jedes Gebiet Punkte. Ich bekomme eben für diese Schwemmländer hier, wenn ich davon eins kontrolliere, zwei Punkte. Dann bekomme ich nochmal, der Erste auf der Initiativleiste bekommt nochmal zwei Punkte. Der Zweitplatzierte bekommt nochmal einen Punkt und es gibt noch sonstige Quellen, das heißt, es gibt noch einige Fraktionen, die einfach auch nochmal ein paar spezielle Punkte mit sich bringen, wo sie eben nochmal zusätzliche Siegpunkte generieren können. Und dann wird halt am Ende einfach nur zusammengezählt, wer hat die meisten Punkte und derjenige, der am Ende die meisten Siegpunkte halt errungen hat, hat dann auch das Spiel gewonnen. Das soll es einfach mal zum Aufbau und zu den Spielregeln gewesen sein. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Eindruck darüber, wie das Spiel funktioniert. Solltet ihr da noch Fragen haben oder sollte vielleicht irgendwas undeutlich gewesen sein, das kann ja auch immer mal passieren, dann schreibt es ruhig gerne mal in die Kommentare und dann versuche ich da auf jeden Fall auch nochmal drauf einzugehen. Dann kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt mal einen ganz guten Einblick in das Spiel geben. Ich habe es wirklich versucht, auch kurz und knapp zu halten. Deswegen die ganzen Spezialeffekte der Fraktion jetzt erstmal rausgelassen, weil das hätte den Rahmen der Review auf jeden Fall gesprengt. Ihr habt jetzt mal das Material gesehen, was wirklich eine Menge ist. Und ich finde das Material auch echt schön, weil mir das Artwork auch gefällt. Ich finde, die Story dahinter steckt
wirklich ganz schick. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Stärken und Schwächen. Also es gibt viele Leute, die eben ja die Füße, diese Plastik-Standys so ein bisschen monieren. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, so ja, es gab so, ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen, 5 Miniaturen oder 5 von diesen Pub-Standys, die wirklich Schwierigkeiten hatten, eben die Füße draufzusetzen. Ansonsten ist da auch gar nicht viel passiert. Das sind jetzt, glaube ich, vier von diesen Standys, die ein bisschen, wo die Pappe so ein bisschen eingedutscht ist und ein bisschen ja, verdrückt ist. Ansonsten habe ich die immer so seitlich einmal reingesteckt. Das ging eigentlich ganz gut. Also das kann ich jetzt nicht ganz so bestätigen. Ich weiß, da gab es auch schon Videos drüber, wo dann die Standys abgeknipst worden sind. Kann man machen, ist natürlich auch noch eine Menge Arbeit. Bei mir hat es soweit ganz gut funktioniert. Dann hatte ich einmal so ein bisschen das Feedback bekommen, naja, man nimmt irgendwie vorne was ein, hinten bricht es einem wieder weg. Ja, kann ich bestätigen, das ist halt so ein bisschen das Thema bei Area Control Spielen. Ja, wer so ein bisschen auch meinen Instagram-Kanal verfolgt, der weiß, dass ich auch New Dawn ganz gerne spiele von Atypia Games. Und da ist es nicht anders. Ja, da kann ich mir hier vorne nämlich irgendwelche Fabriken ein und hinten raus fliegt er mit seinen ganz mobilen Headquartern rum und macht sie halt wieder weg. Deswegen hier, ja, finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Zum Balancing, das ist ja auch immer so eine Riesenfrage, gerade bei asymmetrischen Spielen. Also bis jetzt hatte ich wirklich in jedem Spiel eine andere Fraktion, die gewonnen hat. Natürlich sind die Fraktionen auch unterschiedlich komplex, aber wir hatten halt im ersten Spiel haben halt die Boarlords massiv gewonnen, ja, weil irgendwie mit den Terraformings sich da schnell ausgebreitet. Im zweiten Spiel hatte eben die Kampfgruppe 03 das Ganze gewonnen. Also wirklich in jedem Spiel immer mal eine andere Fraktion. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass eben durch die Expansion After the Moonfall kommen eben auch ja, so Drachen mit ins Spiel. Und die scheinen wohl relativ stark zu sein. Dafür bekommt man aber auch, wenn man die tötet, zum Beispiel auch sofort Siegpunkte. Also ich bin mal gespannt drauf. Ich werde mir die Expansion auf der Messe in Essen zulegen und werde dann auf jeden Fall mal darüber berichten. Was mir sehr gut an diesem Spiel gefällt, ist eben diese Tatsache, dass wirklich versucht worden ist, dass diesen Glücksfaktor in diesem Spiel wirklich gegen Null tendieren zu lassen. Weil am Ende des Tages habe ich eben meine Aktionskarten und die gebe ich an meinen linken Nachbarn weiter. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall, was hat der im nächsten Zug für Aktionsmöglichkeiten. Also ich bin ganz ehrlich, mein Brain reicht da leider nicht aus, aber theoretisch kann man natürlich dann, je nachdem wie viele Runden man spielt, weiß man, okay, der hat jetzt die, dann hat der im nächsten Zug die Möglichkeiten und so weiter und so fort und kann seine Strategie natürlich darauf aufbauen, ist aber meines Erachtens kein Muss. Also ich bin da immer so ein Bauchspieler, weil ich bin auch wirklich prädestiniert dafür, wenn ich anfange, mir Gedanken zu machen, dann die Downtime extrem zu erhöhen. Deswegen versuche ich da immer aus dem Bauch heraus zu entscheiden und das klappt auch wirklich ganz gut. Auch ich hatte da verschiedene Erfahrungen. Im allerersten Spiel ging es mir, habe ich richtig auf den Sack bekommen. In den nächsten Partien ging es auf jeden Fall schon deutlich besser. Also das finde ich ist richtig cool. Und auch dieser Kampfmechanismus, das heißt nichts mit Würfeln und irgendwie sonst so irgendwas, sondern ich weiß genau, aha, das passiert, also das mache ich mit meinen Einheiten und das passiert meinen Einheiten. Ich kann dann vorher schon gucken, ist es mir das wert, ist es mir das nicht wert, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten. Die Verluste werden auch immer erst nach dem kompletten Abhandeln der Karte entfernt. Also das finde ich schon mal super cool. Dann asymmetrische Spiele sind bei mir allgemein ganz geil weit oben. Ich stehe auch auf Root, was bei mir auch noch auf der Liste steht. Dann habe ich halt Vast, Crystal Caverns. Also das sind Spiele, die ich wirklich sehr, sehr mag, weil man eben auch eine gute Lernkurve meistens in diesen Spielen hat, um auch reinzukommen. Deswegen hier auch, ja, bin ich wirklich auch absolut on fire. Also mir gefällt das Spiel richtig gut. Ich finde, es ist gut ausgewogen, es ist gebalanced, die einzelnen Fraktionen. Ich nenne es mal den Rising Sun Effekt. Ja, es gibt bestimmt einige, die am Anfang relativ stark sind, die aber hinten raus, glaube ich, wenn man die Fraktion auch kennt, deutlich angenehmer auch für den Gegner zu spielen sind. Und das ist eben auch so der Punkt. Asymmetrische Spiele muss man eben mehrmals spielen, damit man eben wirklich reinkommt. Da kann man nicht einfach eine Partie spielen und sagen, also kann man schon, ja, dass man sagt, oh, war nischt, habe auch eine Schnauze gekriegt, ist nicht mein Game. Aber die Spiele zünden, also so ist meine Erfahrung, meistens dann erst nach der zweiten, dritten, vierten Partie so richtig. Und ja, so, mich hat es von Anfang an angesprochen, aber ich habe auch Leute jetzt schon gehabt, die gesagt haben, so Menschen, hier wird auf jeden Fall immer interessanter und man muss es wirklich auch mehrmals gespielt haben. Deswegen, also für mich persönlich,
halten sich jetzt so die negativen Punkte ein bisschen im Zaum, was man vielleicht noch anmerken kann. Wir hatten bei einem ganz schlechten Licht mal eine Partie, wo man eben die Oni oder die Nomads nicht mehr so ganz von den Oni unterscheiden konnte. Das lag eben am Licht anhand der Farbe der Standees. Das war ein bisschen suboptimal. Dann sind natürlich die Zahlen da drauf nicht ganz so groß. Ich persönlich habe damit keine Schwierigkeiten gehabt. Ich hatte aber auch ein paar Leute am Tisch, die eben dann nicht immer ganz sofort alles gesehen haben. Lag vielleicht auch ein bisschen am Licht. Da hätte man sich vielleicht noch was einfallen lassen können, dass eben die Zahlen oder die Ziffern vielleicht ein bisschen größer sind. Finde ich persönlich nicht schlimm. Ja? Und dann ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Man muss natürlich immer rechnen. Ne? Man muss jetzt gucken, kann ich mich da durchbewegen? Wie sind meine Lebenspunkte? Man hat natürlich immer so ein paar Sachen, auf die man eben achten muss. Mag man sowas nicht und will man lieber einfach nur, ohne da groß sich über Dinge Gedanken zu machen und rechnen zu müssen, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Spiel. Ich persönlich finde es eben sehr, sehr taktisch und man muss eben auf vieles achten. Ich habe auch so viele Züge schon gehabt, wo ich dann gemerkt habe, so, fuck, ging einfach überhaupt nicht auf. Und klar, also man muss eben auf die Eroberungswerte achten, man muss auf die Lebenspunkte achten, man muss eben ja immer gucken, wie man das Ganze eben ausführt. Auch da habe ich mir selber schon ein paar Eigentore geschossen, aber Learning by Losing ist ja immer mein Motto. Deswegen finde ich das Ganze gar nicht so schlimm, aber das ist dann tatsächlich so ein bisschen Geschmackssache. Also gibt es bestimmt genug Leute, die eben sagen so, boah, immer auf diese Zahlen achten und so, das ist nicht ganz meins, aber gut, betrifft mich jetzt nicht. Deswegen, ich bin momentan absolut angetan von dem Spiel. Es kommt auch heute Abend wieder bei mir auf den Tisch. Wir werden eine epische Runde drehen. Ich möchte auch noch ein Let's Play machen. Das heißt, ich habe, glaube ich, auch noch ein, zwei Plätze frei. Also wenn von euch jemand Bock hat, beim Let's Play dabei zu sein, der meldet sich einfach bei mir, egal auf welchem Weg, ob es in die Kommentare ist oder eben per Mail oder auf Facebook oder sonst irgendwie. Freue ich mich drauf. Also ich glaube, ein bis zwei Plätze haben wir noch frei. Gibt auch ein leckeres Moritz Fiege zu trinken, wenn ihr dann da seid, es sei denn, ihr müsst nur Auto fahren, dann natürlich nicht. Und ja, was mich jetzt wirklich interessieren würde, deswegen schreibt das wirklich mal in die Kommentare, ihr habt vielleicht auch eure Erfahrungen mit Tsukuyomi gemacht, haben euch vielleicht noch Informationen gefehlt, wie ist euer Eindruck jetzt nach der Review, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der das Spiel vielleicht noch nicht gespielt hat oder der es noch auf seiner Liste hatte, sich aber unsicher war, soll ich es mir vielleicht zulegen? Schreibt mir das wirklich mal in die Kommentare. Also ich freue mich da mal riesig drüber. Und ja, an dieser Stelle bin ich dann fertig für heute und hoffe, dass die Review euch gefallen hat, dass ihr alle euren wichtigen Informationen rausziehen konntet. Wie gesagt, ich überlege noch, ob ich da vielleicht die einzelnen Fraktionen auch nochmal vorstelle, also eine kleine Videoreihe mache, denn die Fraktionen sind, glaube ich, in kurzen, knappen Videos von 5 Minuten vorgestellt. Und die bringen ja wirklich nochmal so ihre einzelnen Regeln mit rein, sodass ihr dann auch nochmal einen Überblick habt und sagt, ey, ich spiele heute die Warlords, mal gucken, was der Benny da für einen Krams reingestellt hat. Vielleicht kann ich das ja gebrauchen. Da überlege ich noch dran, Let's Play wird es auf jeden Fall geben. Und ansonsten bin ich jetzt wirklich durch, lang genug gequatscht. Ich finde es cool, dass ihr wieder dabei wart und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet und wünsche euch jetzt alles Gute und vor allem bleibt sauber.